die ersten Häuser gebaut. Davor war hier überall Acker und beim Güterbahn sogar Sumpf. Und der Tenzbacher Platz wurde 1890 hier am Brunnen gegründet. Da hinten an den Häusern, da und da, sind die Zeichen eingraviert. Da steht 1922 und da 1923. Das bedeutet, dass da das Haus gebaut wurde. Also das sind die Stehe, was so ein Bücherregal. Das wurde von Künstlern so hergerichtet, dass da Bücher reingestellt werden. Und das wurde von den anderen Städten von Deutschland auch gemacht. Und da werden Bücher halt reingestellt und die kann man dann mitnehmen. Und es ist dann auch so geregelt, dass die niemand klaut. Und ja. Das ist ein Kühlschrank, oder es sind mehrere Kühlschränke, die als Bücherregal benutzt werden. Das ist ein Waschhaus, die wurden früher noch viel öfter benutzt wie jetzt. Sie haben so Holzteile, wo dazwischen Lücken sind, damit der Wind da durchfegt und so ihre Klamotten trocken werden. Und hier gibt es mehrere, drei Stück und da vorne noch eins und... unten konnte man baden, oben hat man seine Sachen aufgehängt. Also das sind die alte Baracken aus und die wurden 1952 gebaut. Ich stehe hier vor der Konradsapotheke und die Konradsapotheke war das erste Siedlungshaus in ganz Brühl Beurbarung. Es wurde nach dem Modell von mittelalterischen Burgen gebaut. Klar. Bis dann. Wie lange arbeiten Sie denn schon hier? Ich arbeite 36 Jahre bin ich da. Und die Apotheke 37 Jahre. Okay. Ich stehe hier vor der Konradskirche. Die Konradskirche wurde 1930 gebaut. Das Besondere von der Konradskirche ist, dass sie die erste Betonkirche in ganz Deutschland ist. Die Konradskirche wurde von gotischem Stil gebaut. Das erkennt man an dem Dach, dass das Dach oben so spitz ist. Und ja. Das ist ein grauer Raum mit einem Labyrinth, circa 100 Meter Länge mit 7 Umhängen. Also ich stehe hier vor dem Garten der Begegnung. Vorher war hier einfach nur Wiese und dann dachte das Jugendtreff sich, das ist doch ein bisschen wenig, haben sie einen Garten hingemacht. Der Garten ist seit letztem Jahr Mai, also 2014 mit dem Mai, ist der da. Jeden Mittwoch treffen sich die Gärtner und machen daran was. Im Winter nicht ganz so oft, aber im Sommer häufiger. Was es alles im Garten gibt, sind Zuckerschoten, Kartoffeln, Tomaten, Karotten und andere Blumen. Jetzt will man hier noch ein Bienenhotel machen, wo Wildbienen reinkommen, damit die Blumen bestäuben und man so ordentlich Früchte einbringt. Also was machen Sie da?
Ich sammle Samen. Von okay. Ringelblumen. Was für Blumen? Ringelblumen sind das. Sieht man das? Also, eine Pflanzenapotheke ist sowas mit, da kann man sich so ein Bild machen und da kann man sehen, welche Blumen da sind. Und dann muss man sich irgendwo eine Pflanze suchen und die hilft dann zum Beispiel bei Kopfschmerzen oder Halsweh. Wie lange ist denn hier schon die Metzgerei? Seit 1903. Das sind wie viele Jahre? 112 Jahre. Ganz lang schon. Ja. Wie viel Angestellte arbeiten bei Ihnen? 8 Stück. Wie heißen Sie? Das ist der Alois und der Markus und die Christiane und die Conny und die Martina und so weiter. Ja. Und eine ist neu, das muss ich mir erst noch merken, das weiß ich noch nicht. Und wie heißen Sie? Ich heiße Gerd. Und wie viele kaufen bei euch immer ein? Oh, das ist verschieden. Wochenende ein bisschen mehr, andere Woche ein bisschen weniger. Manchmal 150 am Tag oder 170 am Tag. Manchmal noch 120. Kommt davon. Was ist Ihre Spezialität? Ja, also man macht alles fast selbst noch. 80% fast, was wir jemand hat. Da gibt es alles, was uns die Chef hat, auszeichnet. Haben Sie auch Schweinehaxen? Ah ja. Ah, der alte Witz, ja. Den kennen wir schon, weißt du? In meinem Alter kennt man den Witz schon. Eisbein, muss ich sagen. Aber es ist schon Eisbein, wenn ich dann Eisbein? Ja, genau, und dann muss ich sagen, dann mach die Heizung an. Okay, ja. Was schmeckt am besten von dir? Das ist Geschmackssache. Also jeder isst natürlich ein bisschen was anderes am liebsten, ja, das geht ja genauso. Die Mini-Salamis und die Frikadellen am besten. Ja, gut, siehst du. Ich will die Frikadellen. Frikadellen auch, ja. Die Leute haben verschiedene Geschmäcker, weißt du? Der eine findet das toll, der andere das. Gott sei Dank. Also, ich stehe immer von der Laufingschule. Die wurde in den Jahren 1953 und 1954 als Volksschule für Knaben und Mädchen gebaut. Da es in Freiburg noch keine Schule gab, die nach einem Musiker genannt wurde, wurde sie nach Albert Dortzig, einem Musiker, benannt. Die Schule sollte Sonne und abseits des Straßenlärms. Die Lortingschule galt als eine der schönsten Volksschulen in Freiburg. Das ist mein Lieblingsplatz, weil ich mag Fußball, spiele auch im Verein und deswegen spiele ich hier ganz oft mit meinen Freunden auf dem Fußballplatz. Hier ist der Kindergartenspielplatz. Ich finde es hier schön. Hier sind auch viele Kinder zum Fußballspielen, zum Schaukeln, zum Versteckenspielen, zum Fangen spielen und zum Rutschen. Was gefällt dir hier am Spielplatz? Die Rutsche, die Kletterwand, das Karussell, die Schaukel. Was macht dir am Karussell am meisten Spaß? Das Schnellfahren.